Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, heute machen wir mit der Quest weiter, der Rachen des Krokodils. Und was uns dort erwartet, Leute, das schauen wir uns nach dem kurzen Intro an. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Weiter geht's mit der Quest der Rachen des Krokodils. Und ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Aber das schauen wir uns jetzt an. 138 Meter. So, auf geht's. Müsste ja eigentlich, wenn wir das hier anschauen, in die Ziele. Genau, müsste das letzte Ziel jetzt sein in der, ja, wie soll ich sagen, in der Reihenfolge hier. Genau. Schauen wir nochmal, ob wir das gleich hinbekommen. Scheint auch ein gehobeneres Viertel hier zu sein. Große Tempel. Viele, viele Wachen auf jeden Fall. Also die müssen auf jeden Fall irgendwas beschützen. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Okay. Dann hören wir uns doch mal ein bisschen um. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Okay. Diovikus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Ich habe ein komisches Gefühl, dass wir gegen die noch kämpfen werden. Hey, Nep. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn Asterix nicht? Und Obelix, oder was? Ihre Statuen stehen neben mir. Ja. So, was hat jetzt zu erzählen? Herr. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Okay. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit dann bekommen, wenn wir kämpfen, dass wir in die Arena kommen. Und dann auf jeden Fall das Krokodil ausschalten irgendwie. Und hier ist schon wieder so ein komischer Filacke. Stufe 32, eieiei. Das ist noch nicht machbar, meiner Stufe. Okay. Was ist denn mit dir? Soll das etwa lustig sein? Gib den Weg frei. So, okay. Oh,
Bewegung! Los! Was denkst du dir dabei? So, 50 Meter hin, auch 50 Meter, Leute. Da ist die Sivana. Okay. Moment. Sieht aus wie... Die bietet anscheinend, oder? Die sieht auch brutal aus. Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Na, Mannsweib. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Oho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Okay, da brauchst du ja gar nicht kämpfen. Es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. So, okay. Betritt die Krokodilopolis Arena, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Dann machen wir doch gleich mal. Oh, viel Lack ist in der Nähe, wo? Das ist wohl Schmiede. Gegen die will ich nicht kämpfen. Die heben wir uns für zum Schluss auf, wenn wir Max-Level erreicht haben, würde ich sagen. Die Kameraden. Okay, der ist da hinten. Dürfte mich eigentlich nicht sehen. Mach doch ja nichts. Ja, gehen wir hier lang durchs Wasser durch. Gehen wir auf der Hauptstraße entlang. Hätte ich auch mein Pferd hier nehmen können. So, dann schauen wir doch mal. Was wir vielleicht schauen könnten. Und zwar hier unten. Schmied. Schauen wir mal, wie wir uns Arena schlagen. Wenn ich, könnt ihr vielleicht die Waffen nochmal aufwerten lassen. Dass sie ein bisschen mehr Schaden machen. Aber jetzt schauen wir mal. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenzer für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein.
bin gespannt, ob sie im Ruhe... Hier warten die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut... Das schaut auf jeden Fall richtig nice aus. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Schaut richtig nice aus. Ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alte ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahme. Ja, super. Ich will so einen Scheißtrick nehmen. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Nicht schlecht, alter Mann! Und ist das, du brauchst auch mehr Stil und Schauspiel. Ich dachte, ich hätte dich! Zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Als seid bereit. Immer bereit. Oh, da ist der Rothaarige. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ja! Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Die werden wir doch mal nach Gallien zurück verbannen. Jetzt liegt mir auf, dass ich hier, ob man das wirklich jetzt meine Waffe behalten kann. Nicht irgendwie so ein komisches, verrostetes Schwert bekomme? Nee, oder? Okay, schauen wir doch mal. Weltkarte nicht verfügbar. Okay, schauen wir mal, was hier ist. Machen wir doch gleich. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Ich doch nicht. Egal. Betritt den Kampfbereich der Arena. Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen.
Ich reiß dir die Eingeweide raus. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. So. Kämpft überhaupt mit, die alte Schabracke? Schabracke. Okay, erster Kampf haben wir gut überstanden, glaube ich. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Läuft. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt Idee, euch. Seine Idee. Hm. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandflo. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerven. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnt ihr jeder der Gladiatoren für das Krokodil. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Okay. Felix, ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen, mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Neue Arena oder was? Okay, da ist ein Löwe. Einer zumindest, da sind sie mehrere. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Kann man hier klettern? Nee, klettern kann ich auch nicht. Oder ich dich. Ich dachte, die wären eingesperrt. Regeln in der Arena, Seni.
Dann soll man die raushauen, oder was? Raus hier. So, weiter geht's. Wo ist die los? Fertig. Achso, ich muss den Löwen killen, oder was? Bin gespannt, ob es noch mehrere Arenen gibt oder ob das die einzige ist in dem Spiel. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen doch, ob wir vielleicht in der nächsten Folge gegen die gallischen Brüder kämpfen können. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr spannend. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar, Like oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. So Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.